Fahrkomfort in der Premium-Klasse, Basisfahrzeuge, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato und Iveco. Alles das bietet Carthago an und wir bieten unseren Lesern in Zusammenarbeit mit Carthago diese Experience, diese Erfahrung, diese drei Basisfahrzeuge auf High-End-Reisemobilen zu testen, zu erfahren. Ist eine schöne kleine Gruppe. Ich glaube, wir sind gerade mal 20 Leute, wenn überhaupt. Gestern Abend gemeinsames Abendessen in einer netten Brauerei hier im Ort in Aulendorf. Super freundlich bei herrlichstem Kaiserwetter. Unglaublich tolles Gefühl, wieder mit Endkunden live 1:1 im Gespräch zu sein. Das Highlight war natürlich mitunter auch die Werksführung. Zu sehen, wie gearbeitet wird, wie große Wohnmobile gebaut werden, ist schon beeindruckend. Mein persönliches Highlight heute war das Strahlen in den Augen dieser Besucher, die mit mir über die Gangway bei der Werksführung gingen und dann diese offenen Fahrzeuge gesehen haben, noch ohne Wände. Und dieses Wow, dieses Gefühl der Leute zu sehen und mitzufühlen, das war mein Erlebnis heute. Carthago hat, das kann ich als Testredakteur mit über 30 Jahren Berufserfahrung mit Fug und Recht behaupten, hat eine sehr gute und sehr hohe Fertigungsqualität. Die Testfahrten waren einfach phänomenal, diese Experience zu bekommen, zu haben, die verschiedenen Fahrzeuge, die Chassis zu testen, wirklich super. Eine sehr solide Verarbeitung, Qualität steckt dahinter und das macht eigentlich die Marke aus. Absolut rappelfreies Fahren und da wir schon so viele andere Fahrzeuge vorher gefahren haben in unserer Vergangenheit, das war das Größte, also der Fahrkomfort. Was mir rausgestochen ist, ist halt letztendlich der Mercedes mit der Neungang-Automatik. Was auch hängen geblieben ist, ist die große Panoramascheibe im Iveco. Das war schon ein Erlebnis. Aus der Testfahrt habe ich mitgenommen, dass sie sich spielend kinderleicht fahren lassen. Egal wie groß, wie lang. Die Abmessung, das Gefühl auf der Straße, bin ich genau richtig auf der Straße oder zu links oder zu weit rechts, war überhaupt gar kein Thema. Man setzt sich rein und man fährt. Wir haben schon viele andere Hersteller durchprobiert. Im Preissegment liegt Carthago etwas drüber. Aber das macht sich halt bemerkbar, wenn man viel unterwegs ist und gerade, ich sag jetzt mal, einen stressigen Beruf hat und dann am Wochenende abschalten möchte, kauft man sich praktisch auch ein bisschen Ruhe. Yeah.